Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel YP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, während ich hier die Aufnahme gestoppt habe und eine neue angefangen habe, hat der eiskalt weitergeredet, aber bis jetzt nur ein Satz. Also musste ich kurz pausieren, Entschuldigung. Ja, das ist leider wahr. Sie haben veranlasst, dass die Regeln geändert werden und schmuggeln diese seltsamen Waffen in die Arena. Als ich es erfuhr, versuchte ich, sie festnehmen zu lassen, aber sie konnten entkommen. Ich wusste, dass Exodus damit zu tun hatte. Stimmt, gut, dass wir es jetzt wissen. Alles, was passiert ist, ist also eure Schuld. Ihre Schuld. Und wir sind diejenigen, die disqualifiziert werden? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Bitte versteht doch, der Wettkampf hat eine lange und heilige Tradition. Wir können nicht zulassen, dass diese Blamage bekannt wird. Ihr verkündet also, dass der Kampf mit einer Disqualifikation endet und das. Und könnt so alles vertuschen. So geht es eben zu in der Erwachsenenwelt. Als Entschädigung geben wir euch beim nächsten Turnier gerne eine Top-Platzierung in der Setzliste. Wenn ihr wollt, können wir euch sogar Informationen zu neueren Gegnern beschaffen. Ich verzichte. Ich habe nicht vor, mein Leben für eine Trophäe aufs Spiel zu setzen. Aber wenn das eine Goldtrophäe ist. Nebeneignissucher. Geil. Na gut. Dann denke ich mal, wir können jetzt Vorstellungen in Shandu. Remember that beautiful woman I saw you speaking to in Shandu? Carla? What about her? How odd that you never bothered to introduce me. Do you want to meet her? What's this? There's someone you want me to meet. Oh my. Well, I suppose it would be rude to refuse. Okay, ein Hotel für die Nacht. Mein Gott. Are you okay? We should stop and rest. No, no, I'm fine. You shouldn't push yourself. Ich glaube, wir sollten zum Hotel gehen. So, wir kommen in dem Einzelkampfturnier des Jandu Kolosseums. Es beginnt erst in einer Weile. Bitte falsch, okay. Bitte seid bis dahin ruhig. Na gut, also hier sind wir schon fertig. Na gut, da muss ich Jürgen woanders suchen. Oder Jürgen. Wie auch immer. Wo könnte er denn noch sein? Vielleicht da, wo die Vivan sind. Wir haben ja eigentlich gewonnen. Obwohl wir disqualifiziert worden sind. What? Ich überlege gerade. Wir müssten zu den Vivan eigentlich. Oder wir müssen da lang und eine Katze kommt. Oh, naja, stand sogar da vorne. Wie praktisch. No sign of Jürgen. Natürlich rumstehen werden wir ihn auch nicht finden. I hope Elise is okay. Something has been troubling me about these booster devices. Do you remember the experiment Noctegall was conducting at Fort Gondola? Might that have been a test of the booster's capabilities? You're suggesting Roshagal already has booster technology as well. That would be a logical conclusion. That's not good. Even kids like Elise are strong if they have boosters. If both countries were to wage war with booster-equipped soldiers, it would be a catastrophe unlike any the world has ever seen. Eine Armee von Elise? Would they really risk having such a destructive war? Noctical might. He seems convinced that he could actually win. Especially since he has the Lance of Kresnik. Oh, here you are. Isla told me you were back in town. I'm so relieved to find you safe. Thanks. Are the wyverns you promised us ready to ride yet? Yes, but there's a hitch. Now that we're on the brink of war, we can't fly the wyverns without royal permission. For that, I'll need to head to the capital, Kandalar. Hey, lass mich warten. Warn the King of Ashul how ugly things will get if war breaks out. The king does seem pretty popular. Do you think maybe he'd fight alongside us? Whoa, hold on. This is a war we're talking about here, not a tavern brawl. I'd like a face-to-face chat with the king myself, but for a different reason. I want to ask him for the truth behind the laboratory. It's crucial that we meet the King of Azul. We'll head for Kambalar right away. Okay. I'll get my things together.
What does Mila mean by the truth behind the laboratory? Apparently, Elise wasn't the only kid they kept at that place. Lots of other children were brought there too. Did Zhao tell you that? If the king truly wishes to protect his people, he'll give me the answer I seek. If he gives me the wrong answer, I'll remind him of his duty. I'll make him swear to never resort to such methods again, by any means necessary. Good idea! Let's go pick the king's brain. Oh, I just remembered. All our luggage is back at the inn. Let us go fetch it. Was für ein Gepäck? Wir haben alles in einer unsichtbaren Tasche, die nie voll wird. I'll catch up with you in a bit. Wieso, wo willst du jetzt schon wieder hin? Alvin. You did well back there. I knew I could trust you to protect Elise for us. Well, I was prepared to honor my promise. Keep the faith, oh hallowed spirit. Okay. Never a dull moment with that guy. Soon enough, I'll have to prepare myself too. Huh? I am strong enough to destroy the Lance of Kresnik as I am now, without the Four's power. Wait, you sure it's a good idea to destroy it with the four great spirits still trapped inside? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch schon. Wann kriegen wir endlich mal einen von denen wieder? Likely not survive. They would lose their forms and disintegrate. But I thought the four great spirits couldn't die. Eventually, new great spirits will appear to take their place. But they will be a different four, with different wills. So that means the four great spirits that you know, the ones that were always with you, they would just disappear? A spirit's personality and memories are unimportant. What matters is a spirit's existence itself. Still, I doubt the Four will forgive me for this. You really care about all spirits, don't you? Not just the Great Four, but the lesser spirits, too. Not just spirits. Humans as well. To me, all lives, human and spirit, are equal and precious. Let's head for Canbalar. Okay, wo muss ich hin? Exodus Schatten. It seems that Exodus has slipped through our fingers. There's nothing we can do about that now. They must be as desperate as we are, given their behavior. And what do you intend to do about Alvin? If we send him away, he'll only follow us. And we can't neutralize him by force without risking our own lives. Therefore, the safest solution is to keep him where we can see him. Richtig. For good or for ill, that man has the power to change the circumstances of any situation. That is not a power to be dismissed lightly. Nor is the wisdom of the Lord of Spirits. Irgendwas habe ich bekommen, oder? Heimweh nach Niakera. Do you ever think about Niakera? Ivor will protect it in my absence. There's no need to worry about the village's safety. Oh, I wasn't asking about that. What I meant is, do you ever get homesick? Oh. Sometimes I do miss the purity of Niakera air. Well, if you ever want to go back, just say the word. Das deutet doch schon irgendwo hin. So, wo muss ich hin? Unterirdischer Dargang. Der Fuck ist dies. Ja, dann sag mir einer, wo ich überhaupt dahin muss. Okay. Ach hier, Mannhochland. Also, ich stehe genau davor. Yeah! Wo bin ich verballert? Na gut. Hey, da war was. Ich hab's gesehen. Irgendwo hier, da. Zack. Rahmenschwarze Federn, geil. Ich
Spawn oder 100 ungefähr. Gucken wir mal. Was noch was? War ich nicht hier schon mal? Kommt das hier so bekannt vor? Wohl habe ich ein Déjà-vu. So, jetzt noch mal hier kurz umgucken. Na, sind hier hinter den Säulen irgendwo welche und ich laufe da vorbei. Kam auch schon ein paar Mal. Na, wo sind wir jetzt? Schnee! Ah. Ist da ein Drache da hinten? Tipo und die vier großen Geister, oder? You tell me that normally the four great spirits follow you everywhere. Is that for real? Yes, but no way. So how does it feel to command them? I'm not sure how to answer that. They've always been with me, so it just feels normal. They're always with you, huh? So I guess it's like Elise and Tipo. Interesting. So Elise may feel the same way about Tipo as I feel about the four. When you put it that way, the way I've treated her seems quite insensitive. Ja, hast du. What's wrong? Ist gut, dass dir das aufgefallen ist. To get swept up in sentiment at a time like this. Okay, wenigstens scheint es ihr jetzt bewusst zu sein. So, komm her. Ich kenne dich doch. Wen habe ich überhaupt an erster Stelle? Elise, okay. Oh Gott. So, jetzt. Guckt euch das mal an. Zack. 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 Oder hier. Da ist dieser Abwehrbrecher, den er einsetzt. Zack. 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 Mache ich alles, indem ich L1 drücke. Hier, er kann in allen Richtungen was werfen. Das hätte ich mal ehrlich gesagt vorher gewusst. So. Ich habe die meiste Zeit mit Rowan gekämpft. Nein, nicht abdrücken. Wenn. Warum machst du das? So, jetzt wäre natürlich toll, wenn ich diese Weihnachts-DLCs hätte. Aber naja, schade. Truhe, Truhe, Truhe. Ha. Wäre ich dann sofort angezogen bei so einem Wetter. Ei. Habe ja echt gut gepasst. Verdammt, warum sind die noch nicht draußen? Ah. Naja, hoffentlich kommen wir noch. Hoffentlich ist das Schneegebiet noch größer. Wo sind wir denn gerade? Wir sind. Wo sind wir denn gerade? Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Hier. Nein. Hier. Wo ist hier? Da oben. Ich hoffe ja noch, dass da oben mehr Schnee ist. Ich weiß ja nicht, wo wir noch durch die Welt rumlatschen. Der Part schon wieder gleich vorbei, Mann. So, ich möchte aber, keine Ahnung, Elvin steuern. Obwohl ich ihn nicht traue, er ist einer der Charaktere, den ich am besten spielen kann. Er ist halt so der Tank. Und zack. So, jetzt guckt euch das mal an. Hui. 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 Schön. Der war irgendwie krank. Aber ich fand's schön. Das ist das, was zählt. Zack. Kann auch ruhig jemand mal sein Oberlimit hier, nicht Oberlimit, darüber hat normal einsetzen. Verbindete Art, verlinkte Art, was weiß ich. So, aber mit diesem Screen hier verabschiede ich mich und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Tschüss.